Schatten gefangen. Am dunkelsten Ort, der einmal ein leuchtender Stern in einer freien Welt war. Ich habe die Macht, dich in die Welt der Lebenden zu holen. Du bist wirklich etwas Besonderes. Nun denn, so sei es. Ich werde noch einmal zu der Halle des Rates gehen. Wenn du meine Anwesenheit brauchst, beschwöre mich. Das war einfach. Das ist unsere letzte Chance. Du. Ja, was auch immer. Ihr seid nutzlos und macht gar nichts. Wofür habe ich die befreit? Ach so, richtig, damit ich diesen Geist beschwören kann, natürlich. Und das Stockwerk weiter unten ist komplett nutzlos, oder? Vielleicht, wenn man irgendwie anders gespielt hat. So ist sie auf jeden Fall nutzlos. Hui. So. Genug mit dem Unsinn. Radieren wir den Stadtrat aus. Ich meine, setzen wir ihn ab und dann. Warum muss ich den erst unmöglich beschwören? Ich könnte das auch auf die schnelle Art und Weise klären. Ist jetzt nicht so das Problem, würde ich sagen. Aber naja. Wenn sie es halt langsam und umständlich haben wollen. Nichts sagt eine Regierung besser, dass sie unerwünscht ist, wenn man ihnen die Köpfe abschlägt. So. Hoho. Ich habe die Fähigkeit noch nicht irgendwie. Okay. Noch eine schwere Entscheidung. Oh, wir haben richtig neue. Auf Wiedersehen. Da. Meine Seele brennt. Beschwöre mich jetzt. Ich beschwöre dich nun. Was war das für ein Geräusch? Ihr nutzlosen, dreckigen, kleinen Kreaturen! Was ist das? Ihr falsches Gewürm! Ihr Blutsauger im Dienste eines gierigen Toten! Oh nein! Es ist der Teufel! Er wird uns alle mitnehmen! Wir werden für unsere Sünden bezahlen! Was glaubt ihr eigentlich, was ihr getan habt? Wie konntet ihr es nur zu alledem kommen lassen? Wie konntet ihr es geschehen lassen, dass die Ehre dieses Rates nur noch so viel wert ist wie der Schmutz, der sich in den Straßen auftürmt, auf denen man früher stolz flanieren konnte? Er ist einer der Ältesten. Wir sind in diese Posten gewählt worden. Es ist unser Recht, hier zu sein. Gewählt! Geld hat euch gewählt. Geld und Gier. Statt euren Geist zu bemühen, habt ihr diese Stadt mit eurem Zaudern vergiftet. Mit eurem widerspruchslosen Gehorsam. Regierungsarbeit bedeutet Verantwortung. Man hat die wichtigste Aufgabe der Welt zu erfüllen. Man muss demütig und weise sein. Stattdessen seid ihr korrupt und von der Macht verzehrt, die ihr nicht besitzt. Und habt euch so lächerlich gemacht, es ist ekelhaft. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Dass ihr die ehrenvollste Stellung dieser Stadt derart beschmutzen könnt. Wohin ist euer Respekt für das Volk verschwunden? Früher kannten wir noch Respekt und Würde. Wir wussten, wofür wir gewählt worden waren. Der Doge war ein Diener des Volkes, nicht sein Henker. Früher haben wir Lieder auf den Dogen gesungen. Lieder, die unserem Stolz Ausdruck verliehen auf das, was er geleistet hatte, was wir alle zusammen erreicht hatten. Lieder, die die Macht von Venedig in Worte kleideten und wie eine Perle leuchten ließen. Lieder über unsere Matrosen, die tapfer und furchtlos waren, und über ihre Schiffe. Ihr kennt diese Lieder. Singt sie mit mir. Stürme wehen, wir fahren hinaus aufs Meer. Los, singt mit mir. Bringen Seide, Gold und Silber zu dir her.
Wir fürchten nicht den Tod. Der Teufel hat es schwer. Rudert los! Und rudern werdet ihr auf den Galeeren der Gerechtigkeit. Wir sind dir ausgeliefert. Wir geben auf. Sag uns, was du willst, und du bekommst es. Es ist für euch zu spät, um noch für eure Sünden zu bezahlen. Die Stadt liegt in Trümmern, und der Teufel selbst hat in dieses hohe Haus Einzug gehalten. Aber nicht ich werde die letzte Entscheidung treffen. Diejenige, die mich gerufen hat, wird in eurer dunkelsten Stunde wissen, welches Urteil das richtige ist. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Nun werde ich schlafen. Eine lange Zeit. Vielleicht. Oh, du musst uns sagen, was wir jetzt machen sollen. Scarlett, du warst endlich erfolgreich. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Die Rebellen werden wieder eingesperrt und sollen ihre gerechte Strafe erhalten. Nein, diese Stadt braucht eine ganz neue Regierung. Selbst wenn Blutzoll gezahlt werden muss. Wir werden alles hinwegfegen, was verkommen ist. Der Blutzoll wäre zu hoch. Es gibt nur einen vernünftigen Weg, um die Ordnung wiederherzustellen. Meine Gardisten müssen dieses Chaos entwirren. Und wenn der Staub sich gelegt hat, geben wir die Macht an das Volk zurück. Ein Militärregime? Das kannst du nicht tun. Wir brauchen einen neuen Anfang. Wir müssen eine Regierung einrichten, die mit Notstandsgesetzen arbeitet. Aber wir können alles wieder gut machen. Wir bessern uns und hören auf die Menschen, auf das Volk. Das können wir. Da das alles hier dein Verdienst ist, sollst du entscheiden. Wir werden der Entscheidung Folge leisten, wie auch immer sie ausfällt. Denn die Loyalität der Garde gilt immer dem Rat. Entscheide, wer den neuen Rat bilden soll, und wir werden ihn mit unserem Leben verteidigen. Ach, das Militärregime klingt doch sympathisch. Ein Militärregime der Wache soll die Ordnung wiederherstellen. Sehr weise. Wir werden sofort Notstandsgesetze erlassen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängen. Das ist Verrat. Es wird keine Freiheit geben. Die Soldaten werden uns unterdrücken. Wir haben es nicht besser verdient. Aber eines muss zuerst getan werden. Der Teufel muss aus diesem Ort ausgetrieben werden. Wir werden versuchen, in den Thronraum vorzudringen. Aber das wird nicht leicht werden. Der Doge und sein dunkler Verbündeter haben ihre eigenen Wachen. Scarlett, sobald du das Zeichen gibst, beginnen wir den Angriff. Aber denk dran, dann gibt es kein Zurück mehr. Die letzte Schlacht wird geschlagen werden. Mal komm, leg los. Startet den Angriff. Ich habe ja sonst alles gemacht, von daher. Ich habe die andere Rüstung gleich an. Los, verteidigt Venedig gegen die Horden des Todes. Das übertreibt man nicht so. Ich glaube, erstmal mal eine andere Rüstung anlegen vielleicht. Meine mächtige Rüstung. Und dann wollen wir es mal hier durchschnetzeln. Zu Arschgesicht und Co. Ah, ja, komm schon. Ihr seid eine dumme Tonbeschwörer. Euch schnetzel ich schon seit keine Ahnung wie lang ab. Wie lange schnetzle ich die schon ab? Ich habe keine Ahnung. So, und oh, jetzt kommt die Musik wieder. Sehr gut. So, Militärregime errichtet. Gut, das ist schon mal... Wenn man die Weltherrschaft übernehmen will, ist ein Militärregime schon mal immer gut, ne? Bin ich denn hier? Ich helfe denen hier erstmal. Die haben es nämlich nicht so wirklich drauf ohne mich. Direkt merkt. So, egal, Karl. Die haben gar nichts drauf, die Wachen. Also, ich meine, die können nicht mit diesen lumpigen Turmbeschwörer töten. Muss ich denn überhaupt lang? Laufe ich da überhaupt richtig? Kann ich da rein? Ich kann da rein, cool. War ich noch irgendwo nicht drin? Ah, ich weiß, wo ich noch nicht drin war. War da oben irgendwo noch nicht drin, wo ich noch nicht rein durfte, weil Hackfleisch. Ah, hätte ich da noch reingekonnt, wenn ich... Komme ich da jetzt noch rein? Das wäre jetzt nämlich ärgerlich, wenn nicht. Naja, ich
Hier ist alles kaputt, was soll der Unsinn? Ah, aber irgendwo muss ich ja sowieso hochkommen, das heißt, ich komme da bestimmt noch rein. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Schlagen wir es für den Typen da tot. Der hat so eine hässliche Visage. So. Lass mich raten, von hier aus muss ich mich dann durch den Garten kämpfen. Ja, natürlich. Bis vorne zur großen Rampe. Stehst du mir im Weg, Soldat? Hier aus dem Weg. Oder ich muss die wegen Volksverrat hinrichten. Ich bin das Volk, so. Nicht wir, sondern ich. Gut, tschüss, komm. Stehst im Weg, geh weg. So. Ich fürchte, das wird nicht mehr für ein Level up reichen. Wollen die mich nicht irgendwie begleiten oder? Ach, die kämpfen dann auch. Nee. Respawnen die hier oder? Ich lauf einfach mal komplett rum und dann sehen wir es ja. Oder auch nicht, je nachdem. So, ich wollte irgendwie Schluss machen, aber... Hat er eben meine Erfahrungspunkte geklaut? So ein Arschloch. Warum steht da eine Bank in dem Ding? Das gibt doch gar keinen Sinn, so. Ja, ist jetzt mal langsam wieder gut mit der Musik. Ich räume erstmal hier auf, nicht, dass mir nachher noch einer in den Rücken fällt. Haben wir von Gorn gelernt, ne? Wollen wir ja nicht. So. Was ist jetzt kaputt? Das alles mitnehmen wir eben nicht da. Das soll so, glaube ich, auch nicht sein. Oh, Hauptsache, ihr steht da gut rum, ne? So, wollen wir noch irgendwas lernen? Nö. Kannst mich mal. Da ist tatsächlich noch einer und dann hört es langsam schon, glaube ich, auf mit. Vielleicht bringt mir das hier irgendwas, wenn ich die hier alle töte. Nein. Außer Erfahrungspunkte. Aber ich fürchte, für so ein Level-Up wird es nicht mehr reichen. Ich fürchte, es wird nicht reichen. Aber man weiß ja nicht so genau. Gut, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen und... Folgst du mir irgendwie? Nö. Das ist einfach scheißegal, dass ich jetzt... Naja, ja, ja, hilf mir bloß nicht. Also wir müssen den Palast sichern. Mit wir meinen wir, du musst das tun. So, und geht's denn jetzt rein? Und kann die Musik mal aufhören? Ich krieg nur wieder Urheberrechtshinweise. Ach, leck mich doch. Naja, ich muss die Werbung ja nicht gucken, weil ich gucke ja meine eigenen Let's Plays nicht. Das sind eh scheiße. Müssen wir ja geistig total grenzdebil sein, um die Scheiße zu gucken. So. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Also ich kann hier... Ja, es funktioniert. Ist ja gut. Die Bank ist weg. Warum? Oh. Ach, warum hast du mich erweckt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Was für eine Erlösung. Endlich kann jemand meine Geschichte hören. Kennst du ihn? Kennst du den Weg raus? Ich glaube, nachdem sie mich verloren hatten, haben sie ein paar Hecken gestutzt, um das Labyrinth etwas leichter zu machen. Jetzt kennst du mein Geheimnis. Und ich bin frei. Oh. Was? Was ist jetzt kaputt? Ich habe eben nur Gras gesehen. Was hat mir das jetzt gebracht? Weiß der Geier. Er ist jetzt frei. Können wir nachher eine Wurst von kaufen oder sowas. So. Da geht's rund. Da muss ich hin. So, schnetzeln wir die auch noch tot. Oder den da. Könnte auch eine Frau sein, weiß man nicht so genau. Eine hässliche Frau. Aber das soll ja vorkommen, ne? Dass es auch hässliche Frauen gibt. So. Ich nehme mal mit, weil... Kämpfen da drin noch. Soll ich jetzt nochmal runtergehen und... Ach, die machen das schon. Ich tue in der Zwischenzeit mal den da. Was will der Vogel jetzt von mir? Ja. Oh, das ist wieder das hier.
Ja, leck mich. Das kenne ich ja noch gar nicht. Voll spannend. So, jetzt weg mit dir hier. Weg mit dir, habe ich gesagt. Hat sich fast wieder vom anderen töten lassen, oder? Fast wäre es wieder so weit gewesen. Ich glaube, da drüben war das, ne? Und das wird definitiv ganz viel Urheberrechtshinweise bekommen und ganz viel Werbung geschaltet bekommen. Ich hasse sowas hier. Tschüss hier. Ich geh mal weg. Ich will hier durch. Du stehst im Weg. Ich muss hier mit Gewalt durch. Geh mal bitte weg. Gewalt. Die beste Art und Weise, durch etwas durchzugehen. Könnt ihr auch nicht... So, wo war denn das? War das hier? War das das hier? Ich geh einfach mal rein. So, hört jetzt Höflings... Nee, das war dann... Bitte, hilf mir! Ich will nicht sterben! Mir ist egal, was mit dir geschieht. Warte nur, du bist der Nächste. Als ob du eine Chance hättest. Das, nee, warte mal, ist das der richtige Raum oder bin ich da gerade im falschen Raum? Das ist eine interessante Frage, ob das der Raum ist, den ich... Ne, die Vasen sind hier noch ganz. Also ist das schon mal der Raum, wo ich... Nicht der Raum, wo ich vorhin war. So. Toll, was gibt's hier noch? Naschzeug. Ja, ganz großartig. Ich habe so viel Naschzeug, würde ich das alles fressen, könnte ich den... Duschen einfach überrollen, weil ich so fett bin danach. Ganz wie in der Realität. So, was haben wir hier noch? Wertloses Silber. Schade, kein Naschzeug. Das könnte man teuer verkaufen, Naschzeug, aber Silber, wer kauft denn schon Silber? Also bitte. Das ist nicht Colonization, hier kann man kein Silber verkaufen. So. Die Frage ist, was ist jetzt in den anderen Räumen noch so? Zimmer, da ist Lioras Raum. Soll ich dem helfen? Ach, weißt du was, ich hab keinen Bock mehr. Mach deinen Scheiß alleine. Erinnert mich auch irgendwo dieser Prinz-Typ da? Vielleicht hat er noch irgendwas Interessantes zu sagen. Vielleicht stirbt er auch. Und sie sehen nicht viel. Das scheint ihn nicht zu interessieren. Oh nein. Nö. Gut, dann haben wir jetzt alles. Was wohl passiert wäre, wenn wir den anderen Typen gerettet hätten? Ja, vermutlich hätte er uns noch vollgesülzt. So, cool. Jetzt gehen wir mal die Docke suchen hier, ne? Drückelschleppe mit Doppel-I. Das kann man sich ja nicht anschauen, was du da tust. Hast du schon mal mit Kämpfen versucht? Vielleicht mal mit der richtigen Waffe versuchen. So, ich zeig dir mal, wie das geht. Also was, du nimmst als erstes das Schwert und schlägst mit dem Gegner tot. Und wenn der tot ist, gehst du zum zweiten über und da wiederholst du dann das, was du bei 1 gemacht hast. Und freust du darüber, dass die Framerate gleich wieder in den Keller geht. Das ist schon wieder im Weg. Hör auf, dich da wegzurollen. Ich will dich totschlagen. Hör auf, wenn du tot wegzudrücken. Was soll denn der Unsinn? Was? Der ist noch nicht tot. Ich sollte vielleicht das Schwert nicht so schnell wegstecken. So, jetzt. Ich schlage ihn mit der Kraft meiner Gedanken. Mit meinem Megabrüst. Was? Die kämpfen doch immer noch, aber... Pff, Vayne. Kennst du schon Vayne? Vayne interessiert's. Was machen die da oben? Ach das, die versuchen das einzuschlagen. Das wird doch so nix kommen. Es ist soweit. Wenn du diese Tür durchschreitest, gibt es keinen Weg mehr zurück. Erinnere dich an alles, was du gelernt hast. Von unserem ersten Training im Wald bis zu deinen stärksten Zauberkünsten.
Und merk dir, dass dein magisches Gewand Victors Angriffe abschwächen wird. Hoffentlich zumindest. Trotzdem solltest du selbst entscheiden, mit welcher Waffe und Rüstung du den Kampf bestreiten willst. Viel Glück, Scarlet. Es stehen mehr Seelen als nur deine eigene auf dem Spiel. Wir werden dich hier verlassen. Die letzten Schritte musst du alleine gehen. Gut, darf ich da jetzt mal reingehen? Au. Hallo? Geht das Ding auch mal irgendwann auf? Ich habe ein Déjà-vu. Ich stehe vor einer Tür, die nicht aufgeht. Was will er mir mit diesem Gras zeigen? Vor allem, wo soll das sein? Irgendwo da hinten. Oh, da, ja. Ich sehe noch irgendwas.